Schnelles Internet, Behördengänge online, verschlüsselte Mails. Die Vorhaben der Bundesregierung in Sachen Internet klangen zu Beginn der schwarz-roten Regierung vielversprechend. Doch wurden sie auch umgesetzt? Heute Vormittag wurde im Kabinett unter anderem von Wirtschaftsministerin Tsipras eine eher durchwachsene Bilanz gezogen. Noch immer staut es sich auf der Datenautobahn, ländliche Gebiete sind vom schnellen Netz abgeschnitten und E-Government ist für viele Bürger noch ein Fremdwort. Sie sind gekommen, um sich zu loben. Die drei Minister, die in Deutschland für Digitales zuständig sind, präsentieren ihre Bilanz. Wir haben uns mit der digitalen Agenda als Bundesregierung ein öffentlich sichtbares und für alle nachlesbares Hausaufgabenbuch gemacht. Und heute kann ich sagen, dass wir die Hausaufgaben im Wesentlichen erfolgreich gelöst haben. Die Bundesregierung war einst mit dem Kernversprechen angetreten, bis 2018 überall in Deutschland für schnelles Internet zu sorgen, für hohe Übertragungsraten, zum Beispiel durch Glasfaserkabel. Doch die Bilanz nach 3 Jahren durchwachsen. Deutschlandweit haben mittlerweile zwar 75% der Nutzer schnelles Internet, doch die digitale Schere geht weit auseinander. In großen Städten surfen fast alle mit Highspeed, in ländlichen Gebieten dagegen nur etwa jeder Dritte. Man muss einfach sagen, bis heute ist Deutschland nicht gut aufgestellt in diesem Bereich. Es gibt viele, viele Länder, die uns da voraus sind. Und das ist einfach inakzeptabel, weil das ist die Infrastruktur des 21. Jahrhunderts. Und das ist keine neue Erkenntnis. Weitere digitale Baustelle der Regierung, Behördengänge online. Nicht einmal jeder zweite Internet-User nutzt E-Government. Den neuen digitalen Personalausweis hat nicht einmal jeder 20. Deutsche. Es braucht eine neue digitale Agenda, die auch tatsächlich innovativ ist und die vor allen Dingen mit klaren Zielen arbeitet, mit klaren Vorgaben, die auch ein Budget zur Verfügung stellt, um die gesteckten Ziele am Ende des Tages auch zu erreichen. Es sind kleine Erfolge der Regierung, Stückwerk bei unklaren Zuständigkeiten. Ein durchschlagendes Gesamtkonzept fehlt auf dem Weg ins digitale Zeitalter.